Hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme von Minecraft Pocket Edition. Zur neuen Folge Minecraft Digge and Pocken. Digge and Pocken? Pocket Edition. Tja, ne? Minecraft Pocket Edition mit Quitchy JR am Start. Ich nehme mal die Knochen, behalte ich mal, meinen Schraubenschlüssel. Ja, wie ich schon ansprach, irgendwann muss ich mal ein Texturenpaket irgendwie nehmen. Vielleicht kriege ich den Entwickler. Ja, lass die mal da drin, die sind nicht unsere. Vielleicht muss ich mal den Entwickler von Zoatex Fanwar fragen, ob der für mich eine kleine Modifikation macht, sodass das Schwert aussieht wie ein Schraubenschlüssel. Das wäre ganz cool. Ja, ist ja ganz egal, ne? Ich glaube, der Knochen sieht dem Schraubenschlüssel ja schon relativ ähnlich. Ihr seht ja auch an meinen Thumbnail-Bildern, dass ich mittlerweile schon, ich habe ja gesagt, ne, möchte, die haben, also, der, ein guter Freund von, habe ich verlinkt, ne, kannst du in der Videobeschreibung gucken, durch mein Twitter, Backcrack, hat gefragt, soll ich dir meinen Skin rendern? Da habe ich gesagt, ja klar, cool. Da fragt er, soll ich dir ein Schwert in die Hand geben? Und ich sage, nee, pass auf, dann lieber ein Knochen. Ne, weil ich mit meinem Schraubenschlüssel. Ja, alle sagen, das sei ein Knochen. Nein, das ist ein Schraubenschlüssel. Für mich ist das ein Schraubenschlüssel. Schau mal. Clashcraft war kurz im Spiel. Schau mal, komm mal rein. Also komm mal rüber, aber fall nicht ins Wasser, weil dann schwimmst du weg. Na, schaffen wir's. Am Start. So, und los geht's. Wo sind wir hier drüben? Wer wohnt hier? Ich weiß mittlerweile gar nicht, wie viele Leute aktiv überhaupt hier bauen. Hier wohnt King, Shadow King LP. Okay, Shadow King LP. Ich schreibe mal eben schnell zurück. Hier oben ein schönes Smiley dafür, ein schönes Bildchen. Hallo. Ein Helm? Lass mich gucken. Lass mich das auch mal sehen. Geh aus dem Weg. Geh weg da. Ah ja, alles dir. Ne? Ich will mal kurz gucken, wie bei Zoatex Fan war. Die Rüstung aussieht. Ach na gut. Nicht so geil. Jetzt gerade. Setzen wir. Nein, ich setze den Helm wieder zurück. Warte. Hast du gerade Schuhe rausgenommen? Pack die wieder rein da. Wir brauchen aber Ausrüstung. Ich kaufe uns welche. Ich klaue uns welche. Warte, pass auf, wir machen das. Komm mal her, ich baue uns Rüstung. Komm mit. Ich komm schon. Ich muss mal irgendwann auf dem Teamspeak aktiv. Ich hatte eigentlich heute vor. Hallo. Wer ist das? Der Clashcrafter ist das. Ich hatte heute vor, auf dem Teamspeak-Server zu sein. Und was ist denn das zur Hölle? Ach du grüne Neune. Und mit meinem Sohn da, aber da habe ich festgestellt, dann hört man mich ja doppelt, wenn der wenn daneben ist und hat auch Teamspeak an, dann würde man ihn zwar besser verstehen, die Idee hatte ich nämlich, aber dann hört man mich ja zweimal, weil man hört mich als Echo vom Teamspeak von der Rückkopplung. Ach, und das wäre nicht schön. Bleibt's bei dem, wie es ist. Also Endgames auch heute am Start. Ich hatte gesagt, Leute, die haben gefragt, kannst du nicht wieder mal deinen eigenen Server zeigen, weil da ist so viel passiert. Hast du es geschafft hochzukommen? Clashcraft kommt noch. Und ich sage, na klar, am Wochenende jetzt werde ich es mir mal vornehmen. Zeige ich mal ein bisschen was. Und ich mache es also wirklich so, ich nehme am Wochenende auf, weil ich will unter der Woche abends, habe ich so viel zu tun und ein bisschen auch Zeit für Familie und Zeit für den Garten und das Haus. Ja, das Einkaufen im Supermarkt, im Werkstattladen, im Baustoffhandel meines Vertrauens, die gehört dann eben auch dazu. Und das Umsetzen, guck mal, da unten ist eine Brücke. Da oben. Bist du hochgekommen? Ich komme ja gerade hoch. Das ist ganz schwer, ne? Das ist wirklich ganz schwer. Habe ich gerade die Frage nicht gesehen, warte. Was hat er geschrieben? Nimmt ihr auf? Ja, wir nehmen auf. So. Genau. Komm mal gucken. Hier hinten, da siehst du, hoppala, da hinten ist ein großes See, ein großes Meer. Hallo YouTube, gute Arbeit. Bist du schon oben? Nee, das ist ja doch Clashcrafter hier. Wo bist du denn? Bist du runtergefallen? Hier bin ich. Du bist schon oben. Hinter mir? Nee. Ja, hier, hallo. Die Gesten kennt ihr schon. Ihr seht, die Gesten kennt ihr schon. Ja, wie begrüßt man sich hier bei YouTube? Also, Quatsch, bei Minecraft. Guck mal, hier unten, da siehst du
Können wir machen. Dreierscreen. Warte, bleib mal hier stehen. Komm mal zum Video hoch. Stell dich mal neben mich. Und ich wieder mit dem Knochen am Start. So. Ja, er macht ein Foto. Da, er da. Er macht ein Foto gerade. So. Und jetzt gehen wir mal hier runter und gucken uns mal da unten diese Brücke an, wo die hinführt. Das möchte ich mal sehen. Hoppala. Du wirst bestimmt gleich tot sein. Nein! Was macht denn der? Ach gut, der hat eine Diamantenrüstung an. Und was machst du? Ich komme runter. Vorsichtig, ja, vorsichtig. War das denn vorsichtig? Nein. Ich habe noch ein Herz, pass auf. Jetzt muss ich ins Wasser springen. Und. Hat geklappt. Na, wir gucken, ob du das schaffst. Na los, probier's mal. Das war aber nicht Wasser. Ich kann durch das Wasser flitzen, ohne auf den Springknopf zu drücken. Ja, bei dir geht das, bei mir geht das nicht. Ich habe bei mir das automatische Springen ausgemacht, weil mich das tierisch genervt hat. Jetzt guck mal, was hier drüben ist. Warte. Hat er gerade geschrieben, Wahrheit. Ach so, das ist nur der Weg zum Netherportal. Da geht's bloß in den Nether. Hoppala. Und jetzt gibt's aber hier noch mehr zu sehen. Ich schau mal eben, da unten ist eine Höhle. Die ist mit Wasser beflutet. Oh, was haben wir denn da? Guck mal. Oh, guck mal. Hier im Berg ist ein Haus. Wir sind... Oh. Wo seid ihr denn? Spawn. So. Jetzt hat sie anderes. Jetzt pass auf, hier drinnen waren noch ganz viele Diamanten. Lapis Lazuli? Ja, waren mal. Hier bin ich aufgestorben. Ach du blödes Ei. Wer sind die denn hier? Da kommt der Endgames, rennt gerade bei dir rum. Bei mir rennt er auch rum, hä? Wieso bist du auch gestorben? Wo bist du? Da bist du. Ich bin aufgestorben worden. Und so, pass auf. Danke. Hier unten ist noch der Server. Aber jetzt gucke ich mal eben kurz. Der Bahnhof darf fertig machen, wer will. Er muss aber schön aussehen. So. Also mit dem Text und dem Schild hat was nicht gepasst. Mir fehlt jetzt. Schade. Hier oben waren, da hatten die ja durch die Glitches unheimlich viele Diamanten. Ich bin hier nämlich reingefallen. Wo bist du reingefallen? Hier rein. Warte. Hier in die Höhle. Warte, komm mal hier raus. Warte, pass auf. Wo? Das kannst du direkt wieder hinmachen. Was? Das kannst du den direkt wieder hinmachen. Da, wo ich mehr gemacht habe, hier. Hier muss er hin. Na, kriegst du das hin? Triffst du den? Jawohl, gut hingekriegt. Da ist eine Spinne. Und natürlich greift die dich an, ist ja ganz klar. Na toll. So, da unten habe ich den Server drinnen versteckt. Ich weiß gar nicht, wieso eigentlich. Doch, der ist in den Keller gelaufen. Ja? Hast du gesehen, wie der Server aussieht? Wie ein Schmied, ne? Da habe ich extra einen Schmied genommen. Siehst du den? Das ist da unten, ist der Server. Der heißt deshalb Big Brother, weil ich hatte eine App auf dem Server installiert, die alle 5 Sekunden ein Bildschirmfoto schießt, damit man den Chat ganz genau bewachen kann. Damit man sieht, wer hier sich beleidigt und so weiter. Leider aber, also alle 5 Sekunden waren mir dann doch zu viel Fotos. Da habe ich den Entwickler der App angeschrieben, ob er mir die auch so umbauen kann, dass ich alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten ein Foto schießen kann. Doch leider hat er nicht geantwortet. Es gibt nur diese eine App. Ich muss also nochmal gucken, ob ein App-Entwickler das hinbekommt, so Screens zu schießen. Jetzt gucken wir nochmal, wo wir hier ohne Ende Diamanten finden. Hat jemand Diamanten? Habt ihr Diamanten? Ich hab keine. Nee, du hast keine. Ich hab sogar nicht. Ihr seht, der Clash Crafter ist Streamer heute 21 Uhr auf YouTube von deinem Server, schreibt ihr. Oh, das ist cool. Finde ich gut. Coole Idee.
Aber. Ah, nett. Aber zeige die IP bitte nicht. Klopfst du dich hier immer mit irgendwelchen Ungeziefer rum? Und alles klar. Na, mal gucken, wie wir das jetzt hier stemmen. Ich kann dir nicht mal helfen. Ich bin im Wasser gelandet. Warte, ich helfe. Nein. Ich auch. Guck mal, wir kommen noch mehr. Da sind sie doch noch. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist IP? Diamant, du brauchst das Deck, Dias. Das wäre gut. Einfach nur für Rüstung und Schwert. Scherz, alles klar. Ich freue mich. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Da hinten. Das bist du nicht. Ich bin gestorben. Schon wieder? Jetzt komme ich hier nicht raus. Alles klar, doch. Ist doch gut. Hier bist du, guck mal. Oh, da weißt du ja genau, 26 Teile brauchen wir. Genau. Zwei Sets. Ich weiß gar nicht so ganz genau. Habe Schraubenschlüssel. So. Oh, jetzt habe ich 64 Stück. Alles klar, jetzt brauchen wir noch Sticks. Jetzt brauchen wir noch Holz. Und Ausrüstung. So, jetzt pass auf, komm mal her. Ausrüstung mache ich jetzt. Komm mal her zu mir. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins. Eins, zwei. So. So, bist du, komm mal hier hoch, komm mal hier rüber. So, pass auf, bleib stehen. Warte. Der Clashkraft ist jetzt bestimmt ein, pass auf. Ach, Mann. Eins, zwei, drei, vier. Komm her, die Schuhe noch. Jetzt zieh sie dir an. Zieh dich an, kleiner Mann, na los. Gucke. Hier musst du hin. Da musst du hindrücken. Jetzt kannst du hier drücken. So, jetzt kriegst du von mir noch ein Schwert. Nimm das Schwert. Gut. Ich habe auch eins. So. Jetzt pass auf. Und jetzt kriegt der Clash Crafter. Warte mal. Warte mal, warte. Ach. Gut. Wir haben gekämpft. Das war schon mal gut. Hast du die eigentlich alles klar? Na gut. Jetzt hast du die ganzen Diamanten, ich ne? Ich hab sechs. Ja, okay. Du sechs und ich dann. Ich auch mal Diamanten haben, weil ich auch nie ein paar hatte. Hast doch jetzt sechs Stück. So, jetzt, was gibt's noch zu sehen? Zeig mal ein bisschen was. Papi, ich muss jetzt mal mit mir mitkommen. Warte. Wir gucken mal, der einer wird uns bestimmt gleich was zeigen. Ich muss mal gucken, auf wen ich dann achten muss. Wo willst du jetzt hin? Was ist da hinten? Diese Doofe. Leckt das hier gerade so oder was ist hier? Was geht hier am Start? Was? Mein Haus, das in die Luft geflogen ist, ja? Zeig mal, wo ist es? Ja, zeug mal. Oh, hör doch auf. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Oh, das hab ich jetzt gesagt, das sagt man nicht, ne? Schon wieder einer. Psst, nein, hab ich nicht. Psst, sagt man nicht, hab ich gar nicht gesagt. Stimmt gar nicht. Wohin? Jetzt sollen wir hinterherlaufen. Dem Clash sollen wir hinterherlaufen. Wo ist der denn? Da ist er. Fall ja nicht rein. Da ist ein Schweinchen. Eine Kuh macht Mu. Und viele Kühe machen. Frauenabend. So, hier. Und
Das war ein ganz schlechter Witz, Leute. Nehmt das nicht ernst, ja? Das ist so flach. Viel zu flach für mein Niveau. Ich hasse das. Was ist hier los? Finger weg steht hier. Creeper ist hier. Ein Creeper und takavum, kapuff und alles abgebrannt. Alles weg. Weiß ich nicht. Kaputt. Creeper. So, weiter. Wo ist ein Creeper? Nee, hier war ein Creeper. Der hat das wohl kaputt gemacht, glaube ich. Na, das Haus, das ist doch kaputt. Nee, ist es nicht. Na, für dich ist es nicht kaputt. Für dich sieht es aus wie ein Haus, ja. Achso, Clashcrafter will uns was zeigen, dann kommen wir doch mal mit. Geht's hier noch was? Nö. Das ist alles normal. Gut. Das ist nicht neu. Gibt's noch was Neues? Wir haben die Häuser da oben gesehen. Die haben ja gesagt, es gibt ganz viel Neues, aber ich weiß gar nicht so ganz genau gerade was denn. Sehr, sehr gut. Achso. Lass ich mal kurz gucken, genau. Wir könnten ja Achterbahn fahren. Wir können ja mit dem Bahnhof einmal hier drumherum fahren mit dem Zug. Das könnten wir natürlich mal probieren. Ich leg mich hier mit jedem an. Ich leg mich auch mit Sohan an. Hey, komm. Am Start. Siehst du? Ich hab von oben zugeguckt. Du hast, na klar, hast du von oben zugeguckt. Na klar. Mach dir nur nicht dein Schwert schmutzig. Mach ich gar nicht. Nee, machst du nicht. Ist gut. Mach dir ja nicht dein Schwert dreckig. So. Jetzt gehen wir mal hier rein. Jetzt gehen wir hier runter. Pass auf, der Bahnhof. Jetzt gehen wir mal zum Bahnhof. Ich will mal gucken, wo der Bahnhof jetzt mittlerweile hinführt. Die U-Bahn. Ah, das ist nicht so. Haben wir schon gewundert, wo du bist. Na, das mit dem Stream. Ja, was denn los jetzt hier? Das mit dem... Mit dem Stream. So. Jetzt habe ich so ein hässliches Auge in der Tasche hier. Was ist mit der U-Bahn jetzt los? U-Bahn, wo geht's denn jetzt hier hin? Hier! Da steht der Server. Kiste von Android und Gaming LP. Nichts klauen. Die packen ihre Kiste hier unten rein. Aha. Am Start. So, und jetzt? Hier unten im Bahnhof. Hier. Der Clashcrafter kommt auch gleich. Guck mal. Hast du den Weg gesehen, wo er langgelaufen ist? Hier. Ja, und jetzt geht's hier unten lang, aber jetzt weiß ich nicht, ob es mittlerweile... Ja, das ist kein Bahnhof, das ist eine Achterbahn. Genau, jetzt geht's hier mittlerweile, aber das ist abgebaut. Schau mal, hier auch kaputt. Bei Cloud wurde ja der Server gegrieft, ja, das habe ich mitbekommen. Habt ihr, also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, der Cloud hat einen... Der Cloud hat ein sehr emotionales Video gemacht dazu. Das kennen wir schon, hier waren wir schon. Also ich habe zu Cloud gesagt, Mensch, ist doch alles kein Problem. Das habe ich ganz oft erlebt mit den Grieferei auf dem Server. Ne? Und alle, die das jetzt hier so, die selbst hier mitspielen, kennen das auch. Ihr wisst das. Ich habe hier wirklich... Hast du mich? Ich habe wirklich... Probleme gehabt damit, dass Leute hier meine Server immer wieder das Haus von Lane zerstört haben und so weiter. Und das aber ist jetzt wirklich echt im Moment echt vorbei, ne? Und ich habe zu Cloud gesagt, Mensch, pass auf, mach doch als Sicherheitskopie und dann tu so, als wäre nie was gewesen. Ne? Sag ich so, gib doch dem Griefer da nicht eine Plattform und zeig allen, dass du traurig bist. Aber Cloud sagt... Und ich weiß nicht, ob er, also ich bin gespannt, ob das jetzt nur ein April-Scherz von ihm war. Aber er sagt, er hat keine Sicherungskopie der Karte mehr. Und damit ist quasi der Server, wo der so viel Zeit verbracht hat und sich so viel Mühe gegeben hat, weg. Und da drüben ist ja auch noch eine Brücke. Eine Brücke, lass uns mal eine Brücke schlagen. Hier drüben ist eine Brücke. Oh, da kommt ein Pfeil geflogen, eiskalt, bim bim. Und wenn das natürlich wirklich so ist und der Cloud hat keine Sicherungskopie mehr, weil was weiß ich warum. Ach so, gut, dann ist alles gut. Der wird mich schon abschießen wollen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Haus. Sieht so ein bisschen aus, wie das bei mir auf dem Server der Weiße gebaut hatte.
Ne, der hatte auch so eine Art, naja, so ein Vieleck. Naja, hier haben wir noch mal ein Glas, ein bisschen, ja, nicht Stehlbares dabei. Ja, und also bin ich echt gespannt, also bei Cloud da, wie das jetzt bei ihm weitergeht. Er ist auch sehr frustriert deswegen, also, und das glaube ich ihm auch, er braucht erstmal eine Pause von Minecraft. Hier oben auf dem Bauwerk. Er braucht erstmal eine Pause von Minecraft, von dieser ganzen Sache da. Oh. Und das kann ich durchaus verstehen. Also mir ging es auch so. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich es einfach sein lasse, ob ich es ganz aufgebe. Mit dem Server, ne, mit dem Minecraft-Server. Einfach weil es immer wieder Leute gibt. Hier baut auch Let's Nico LP. Weil es immer wieder Leute gibt, die einfach in keiner. Die verstehen das einfach nicht. Ne? Das ist mir ein Rätsel. Man macht einen Server. Und gerade diese Art von Server hier, da läuft halt ein Gerät. Das läuft das ganze Jahr lang, 24/7 läuft das durch. Damit kostet mich das also schon Strom. Und das ist alles überhaupt kein Problem. Aber diese Art von Server hier gibt es auf so eine Weise noch nicht. Man kann bis zu 5 Spieler auf einmal drauf spielen. Und das gibt es halt so nicht, weil alles, was es gibt, egal ob es HK Hosting ist oder ob es ein Intrado gibt es ja noch nicht bei Minecraft Pocket oder ob es... Genau, also was gibt es noch? Hier, Lead CC Server, Pocket Mine, die haben alle nicht die Funktionalität wie die, die wir hier so zur Verfügung stellen. Und wenn schon jemand die IP hat und auf dem Server mitspielen darf, verstehe ich einfach nicht, warum der das Spiel allen verderben muss. Ne? Also wie gesagt, auf einem Lead CC Server, wo eh alles kacke ist, wo es keine Mobs gibt und so, ja, hast du recht, da mag das vielleicht alles noch, ja... Dann ist man frustriert, hat keinen Bock und macht eben alles kaputt. Das kann ja noch irgendwo sein. Und es kotzt natürlich auch mal an, wenn man hier einen Creeper und der macht's Haus kaputt, ne? Das kann auch mal doof sein. Aber den anderen, den Spielspaß auf einem solchen Server zu nehmen, indem man dafür sorgt, dass der Halter des Servers einfach abschaltet. Tja, der, weiß ich nicht. Das ist so, keine Ahnung. Also was, ist ja auch egal. Also wie gesagt, hier möchte ich mal einen Gruß an Cloud und Bobby und den Sari und an alle, die halt, man muss ja dazu sagen, ich habe selbst auch auf Cloud Server gespielt, weil ich war aber nicht aktiv da. Ich hatte einfach, das muss man auch dazu sagen, ne, ja, ihr seht es ja hier in letzter Zeit, schaffe ich es nicht mal mehr jeden Tag ein Video zu geben. Und wenn ich mal ein Video aufnehme, dann ist es halt meistens bei Lane oder jetzt eben mal ab und zu hier so ein Let's Show bei mir auf dem Server. So. Und damit, genau, bei ihm, bei natürlich bei QuitchyJR auf dem Server. Und da habe ich dann auch gesagt, alles klar, also Cloud hat gar nicht gefragt, ob ich nochmal die IP haben will. Ich weiß aber auch gar nicht, ob seine IP überhaupt noch aktuell wäre und ich damit da spielen kann. Aber selbst wenn nicht, kann ich es verstehen, weil ich war da nicht aktiv. Und ich möchte trotzdem hier mal auf alle, die da auf jeden Fall spielen und gebaut haben, einen Gruß rausgeben und sagen, echt, es tut mir wirklich leid, was da passiert ist und ich hoffe, dass ihr da für euch irgendwie eine Lösung findet und weitermachen könnt. Und ich habe es auch dem Bobby geschrieben, ich lade euch natürlich alle herzlich ein, hier die Spieler, die auf Bobbys Server schon gewesen sind, wieder zu treffen. Das heißt, Dillus und Lane spielen ja auch mit hier ab und zu mal, da kann man durchaus gerne mal gucken, was die so gebaut haben. Lade ich einfach dazu herzlich ein. Bobby bekommt da sofort die IP von mir. Da braucht er auch nicht der Community beitreten, die ich verlinkt habe. Also die habe ich hier gar nicht verlinkt. Wo bist du denn? Ja, hier bin ich auch. Ne, also da, das wäre unkompliziert alles. Auch Cloud unkompliziert. Wenn ihr da Lust hättet, Sari, keine Ahnung. Hinter dir bin ich. Quatsch, nein, du bist ja da drüben, ich komme. So, da bin ich. Guck mal, siehst du, du hast dich verlaufen, wa? Komm mit. Wir gehen mal wieder zurück, wir müssen glaube ich hier lang zurückgehen. Sonst findet man nämlich nachher nicht mehr. Das Problem ist immer, wenn ich jetzt hier irgendwo mich auslogge und 2 Wochen später wieder einlogge, dann kann es passieren, ich finde nicht mehr nach Hause. Ja, wo bist du? Mein Sohn spielt übrigens auf einem Sony Xperia Z-Gerät gerade, auf dem alten von meiner Frau. Wir wollten es eigentlich bei eBay verkaufen. Naja, nun haben wir gesagt, darf er drauf zocken. Und er benutzt den Controller, den ich letztens in dem Video vorgestellt habe. Wo drüben bist du denn? Okay. Hier hinter dir. Gut.
Er benutzt also den Controller, den Bluetooth-Controller, wo man das Telefon einspannen kann. Und da läuft er hier neben mir her. Und ihr seht es ja, er macht das schon ganz gut. Ich habe mich auch wieder unterhalten auf Arbeit jetzt gerade aktuell. Vielleicht kennt ihr den Vortrag ja, es gibt ja die Begriffe Cyberkrank zurzeit. Also Cyberkrankheit gibt es ja. Und es gibt auch einen Vortrag, ich weiß gar nicht, von wem der gleich heißt. Da geht es darum, um Cyberdemenz. Also um Internet macht uns, weiß ich nicht. Also Cyberdemenz ist ja, du bist aus dem Spiel geflogen, ne? Nee. Jetzt bist du auf dem falschen Server gegangen, glaube ich, gerade. Hm? Ne? Ne, du bist auf dem richtigen. Nee. Also, doch bist du. Ich habe gerade gesehen, du hast das Spiel betreten. Achso, du bist auf den falschen Server gegangen, tatsächlich. So, warte, ich nehme dich wieder mit rein, muss kurz warten. So, und dann, zack, da bist du gleich wieder. Ne? Und bei Cyberdemenz geht es also darum, dass wir ja heutzutage die Möglichkeit haben, mit Hilfe von Google einfach alles im Internet nachzulesen, wodurch sich gerade im Entwicklungsstadium eines Kindes, also im Alter, bis 30, ne? In so einem Lernprozessalter, wo man vieles auffassen kann und wo sich das Gehirn noch entwickelt und ausbaut. Wenn man da also sehr aufs Smartphone zurückgreift und bei jedem Mist Google benutzen kann, muss man sich ja nichts mehr merken. Das ist ja anders als noch vor 20, 25 Jahren. Da musste man in die Bibliothek gehen, sich ein Buch anschauen, musste das durchlesen und wenn man es sich nicht merken konnte, hatte man Pech. Ja? Dann musste man es eben nochmal lesen, bis es dann im Gehirn war. Und er sagt also, dass das ein Demenz ist, also eine Art von Demenz hervorruft, in der wir dann sagen können, wo wir dann sagen können, mit Google und dieser ständigen Möglichkeit, überall alles herauszufinden auf dem Smartphone, erzeugt man sich, dass man sich nichts mehr merken muss. Ja, und so ist es halt, ne? Genau, ich kann mir auch schon nichts mehr merken. Übrigens, aber das liegt, glaube ich, nicht daran. So, guck mal, jetzt könnt ihr alle ein Foto machen. Guck mal, kommst du mit her? Stellst du dich mit daneben? Jawohl, super, guck mal hier. Cooles Ding. Ja, kommt gleich wieder, pass mal auf, guck mal, siehst du? Stellst du dich auch daneben? Guck mal in die Kamera, zu mir. Cool. Wer macht denn eigentlich den Gruppenscreen? Ich mach's einfach mal, pass auf. Ich hoffe, ich nehme die Aufnahme jetzt nicht ab. Tada! So, 28 Minuten, um Gottes Willen. Oh nein, also wir machen Schluss für heute, ne? Nein. Die Videoaufnahme zum Beispiel, zumindest. Und dann sehen wir uns, wenn du Bock hast, in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, nicht cyberdement. Also, nimm mal ein Buch in die Hand, lies mal was, lass das Smartphone mal liegen, nimm es mal nicht zur Hand. Und wie gesagt, damit das bei uns auch nicht passiert, ist es auch so, dass ich dem zum Beispiel Intervention sage, die ganze Woche, da werden Bilder gemalt, ausgemalt und so weiter. Und, dass wir einfach, da muss man wirklich aufpassen, gerade im jugendlichen Alter, nicht zu viel mit dem Smartphone rumfummeln. Ne? Ihr müsst auch immer so sehen, ich sehe es immer so, wenn irgendwas alle Leute machen, dann mache ich es in der Regel nicht gerne mit. Das heißt, damit ist also auch gemeint, wenn alle Leute auf ihr Smartphone schauen und alle wollen immer mobil sein und so weiter, einfach mal Smartphone weglegen, einfach mal nicht sowas mitmachen, ist auch mal ganz cool. Einfach mal sagen, ich verzichte heute mal 24 Stunden komplett auf mein Smartphone. Und da fängt man nämlich immer mal an, ganz anders zu genießen und den Tag ganz anders zu leben. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man wirklich sagt, einmal die Woche lege ich das Smartphone einen kompletten Tag lang weg, dann nach der zweiten, dritten Woche stellt man fest, diese Tage genießt man dann auch ganz anders. Also kann ich euch nur empfehlen, ja, ist auch gut für eure Gesundheit, ist es gut fürs Wissen, ja. So, und jetzt danke ich fürs Zuschauen, bleibt mir schön gesund, bis zur nächsten Folge, haut rein, macht's gut und tschüss.